Einen wunderschönen guten Abend. Ihr werdet mich heute in den Tag einer Narkoseschwester begleiten, wie Yvonne schon gesagt hat, und erfahren, weshalb man im Englischen passenderweise OP-Theater sagt. Der Text ist manchmal ironisch, manchmal sarkastisch, auf jeden Fall politisch inkorrekt und mit einer nachdenklichen Schlussbemerkung. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören dieses Textes, wie ich, als ich ihn schrieb. Den größten Vorteil, den ich gegenüber anderen Pflegenden habe, ist eine Stunde mehr Schlaf am Morgen. Als erstes schaue ich morgens auf den OP-Plan. Yippie! Gefäßchirurgie. Und muss mir ein Bild machen, was mich bei den Narkosen erwartet. Dabei denke ich an die Fantastischen Vier. CM, ITN und ZVK, ISPK, ITIVA und ASK, LAMA, ASA und PDCA, AWR, ITS, oje, oje, MFG. Man erfährt auch, mit welchem Arzt man eingeteilt ist. Hier kann ich richtig Glück haben, oder? Die Narkoseschwestern betreten zusammen mit den OP-Schwestern zuerst das OP-Theater. Jetzt erstmal den Check-up. Sind die Materialschränke ausreichend befüllt? Es muss mindestens für die erste Narkose reichen. Aber manchmal könnte ich damit im Saal überwintern und das macht mir Angst. Funktioniert der Beatmungsbeutel? Die Monitore, die Narkosegeräte, die Absaugung? Ist der Narkosewagen mit allem befüllt, was ich im Notfall brauchen kann? Und bei manchen Kollegen ist es lebensnotwendig, dass die Spritzen mit den Stempeln in die richtige Richtung schauen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja die links- oder rechtsdrehenden Dormikum-Kulturen. Die erste Narkose vorbereiten muss ich auch, damit es flott gehen kann, wenn Frau Schmidt in die Vorbereitung gebracht wird. Der Test der Maschinen dauert je nach Hersteller zusammen zwischen 15 und 20 Minuten. Medikamente aufziehen, Infusionen, Zugänge vorbereiten, Beatmungsschläuche vorbereiten, Blutaufbereitung bereitstellen, das Ultraschallgerät testen und, und. Dann, nach 12 Minuten, kommt die Patientin. Aber wenn sie nicht rechtzeitig erscheint, weiß ich auf jeden Fall, wer die Schuld trägt. Ich. Das Konkurrenzdenken ist unter den Pflegenden im OP doch recht hoch. Wo ist der Patient? Warum hast du ihn nicht rechtzeitig bestellt? Ich begrüße die 86-jährige Dame mit Guten Morgen, junge Frau. Das hat ja schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Wie war Ihr Frühstück? Und was kann ich für Sie tun? Die Atmosphäre ist gelockert und die Angst etwas kleiner. Ich kann mit der Vorbereitung der Narkose beginnen. Ich frage alle Fragen der Checkliste ab. Wir operieren heute Ihre Nase, richtig? Nein, das rechte Bein. Gut, dann sind Sie ja die Richtige. Haben Sie für die Operation und die Narkose und die Waschmaschine unterschrieben? Tragen Sie eine Zahnprothese und wenn ja, ist die auf Station? Sind die Unterlagen vollständig? Ist die richtige Seite markiert? Und so weiter. Die Vitalzeichenüberwachung ist schnell angebracht und der Zugang liegt auch. Dann kann der Arzt ja kommen. Warum ich auf ihn warte? Narkose kann ich theoretisch alleine. Aber irgendwem muss ich während der Narkose ja das Händchen halten und ihn wecken, wenn die Operation vorbei ist. Der Arzt begrüßt mich und fragt, ist das die Y-Prothese? Nein, das ist Frau Schmidt. Die hätte aber gern eine. Er beginnt meist, die Fragen zu wiederholen, die ich schon gestellt habe. Warum er das tut? Er ist die dritte Sicherheitsstufe nach der OP-Schleuse und mir. Nicht, dass wir nachher doch noch die Nase operieren. Dann gibt es eine Sauerstoffdusche und ich gebe nach und nach die Narkosemedikamente, damit Frau Schmidt gemütlich und sicher einschläft und schöne Träume hat. Und ich versichere euch, das Zählen von 100 abwärts schafft nie jemand unter 7. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Ich müsste eigentlich ein intelligenter Oktopus sein. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Und ich müsste eigentlich ein intelligenter Oktopus sein. Ich assistiere dem Arzt beim Legen des Beatmungsschlauchs, einem arteriellen und zentralvenösen Zugang, bei dem wir jetzt schon aussehen, als würden wir eine OP durchführen. Ich muss aber noch weitere Zugänge und Sonden und Katheter legen und am besten alles parallel, um schnell in den Saal zu kommen. Eine solch große Einleitung kann schon mal 20 bis 40 Minuten dauern, bis wir zum eigentlichen Eingriff kommen können. Wir betreten mit der Patientin im Schlepptau den OP-Saal und beginnen damit, die Überwachung wieder anzuschließen und unsere Sachen zu sortieren, als ich höre, warum hast du den Arm nicht links ausgelagert? Du weißt ganz genau, dass wir den Platz brauchen und den Zugang hättest du gleich auf der Seite machen können. Ja, wenn da nicht der Schand für die Dialyse wäre. Die Arbeit wäre doch so schön einfach, wenn diese Patienten nicht immer wären. Zusammen mit den Kollegen lagern wir die Patientin und fixieren all unsere Schläuche und Katheter. Und dann kommt der Operateur. So geht das nicht.
Ich möchte den Arm da und das Röntgengerät dort. Lass mich das lieber mal selbst machen. Man könnte ja denken, er hätte direkt bei der Lagerung dabei sein können. Ja. Der Rest der Narkose ist meistens entspannt und geprägt von Überwachung, Dokumentation, Medikamentengaben und der Vorbereitung auf die nächste Narkose. Um eine gute Narkose durchzuführen, muss man in ständigem Kontakt mit den Operateuren stehen. Sobald sich die Operation dem Ende neigt, sollte man auf die Uhr schauen und die Narkosemedikamente so abstellen, dass man den Beatmungsschlauch entfernen kann, sobald der Verband auf der Naht und die OP-Tische entfernt werden. Die Narkose kann richtig Spaß machen und ruhig verlaufen, wenn da nicht immer die Individualität der Patienten wäre. Wie reagieren die Patienten vor, während und nach der Narkose? Es gibt auch immer wieder Vorurteile, die man genauer betrachten sollte. Schwarz, weiß, gelb oder rot, egal, rot. Da war doch der Satz von meinen Eltern, Indianer kennen keinen Schmerz. Moment, wo kommen Indianer her und was hat das Ganze mit mir zu tun? Man hört von Morbus Bosporus oder Morbus Mediterraneus, der nur bei Südländern auftritt und schuld ist, dass diese Menschen theatralisch auf Schmerzen reagieren. Von dieser Erkrankung erfährt man immer als erstes, wenn man in diesem Beruf anfängt. Ernsthaft? Nein. Es müsste eigentlich Morbus Masculinus heißen. Denn ich bin froh, wenn große, starke Männer beim Zugang schon liegen. Oder rothaarige Frauen mittleren Alters, die verbrauchen deutlich mehr Narkosemittel, aber weniger Morphium. Dazu gibt es sogar Studien. Bei den Narkosen muss man echt aufpassen. Wenn diese dann noch Lehrerinnen sind und einen Doppelnamen tragen, dann gute Nacht. Dabei wissen wir doch eigentlich ganz genau, wer die schlimmsten Patienten sind. Wir, die eigene Berufsgruppe. Ich hätte gern so und so viel Milligramm von diesem Medikament und das wirkt bei mir ganz sicher nicht. Woher ich das weiß? Ich hatte doch schon mal eine Narkose. Im Gegensatz zu anderen Patienten weiß ich ganz genau, was da gelaufen ist. Jetzt mal ernsthaft. Das Einzige, was ich von meiner Narkose noch weiß, war eine Minute Aufwachraum. Stöhnend auf der Seite liegen. Eine hübsche Kollegin kam und fragte, Schmerzen? Dippi? Ich wachte erst wieder auf Station auf. Was im Aufwachraum sonst noch passiert ist? Keine Ahnung. Oder ob ich mich benommen habe? Bestimmt. Was genau in einem Aufwachraum geschieht, werde ich euch beim nächsten Mal erzählen. Wenn Frau Schmidt wach aus dem Operationssaal gebracht wird, liegt der nächste Patient schon wieder in der Einleitung. Das Spiel beginnt von vorn. Der Narkosetag hält 1 bis 12 Narkosen für mich bereit und ich wünsche mir und tue alles dafür, dass die Patienten eine gute Narkose haben und komplikationslos das OP-Theater verlassen. Bei aller Konkurrenz und innerhalb und außerhalb der Fachdisziplin und der Sticheleien zwischen OP und Anästhesiepersonal, ob des wirtschaftlichen Drucks durch höhere Fallzahlen und weniger Personal, dürfen wir alle aber nie vergessen. Es geht immer um die Menschen, die vor uns liegen und uns ihre Gesundheit, manchmal auch ihr Leben, aber auf jeden Fall ihre Würde in die Hände legen. Dabei spielt es keine Rolle, ob schwarz, weiß, rot oder gelb. Moslem, Jude, Christ, Hindu, Buddhist oder Zeuge Jehovas. Die Würde bleibt unantastbar und gehört in diesem speziellen Bereich besonders geschützt. Vielen Dank.